So, und jetzt sollten wir eigentlich, bevor wir hier nochmal so ein Eisding jetzt machen, ein Feuerschild zaubern. Genau. Denn ich hatte eben gerade noch ein Feuerelementar gehört. Das ich zwar jetzt nicht mehr höre, aber mal gucken. Ha. Huh. Beunruhigend ruhig. Das ist jetzt die andere Seite von dem BA1, also dem Ausgang von dem einen Teleporter. Okay, hier ist aber gar nichts. Da sind wir schon runtergesprungen, richtig? Ja, ich glaube schon. So. Ach, wozu haben sie den Raum dann gemacht? Na gut, nicht alles muss einen Grund haben. Das gehört auch dazu. Wenn jeder Raum einen Grund hätte, dann wäre das Spiel wohl zu überladen oder so. Ah, hier ist definitiv ein Feuerelement dahinter. Plural. Zack. Ah, die Reichweite ist ein bisschen ärgerlich von dem. Von diesem Eis, Stachel oder wie er hieß. Das waren, glaube ich, drei Felder. Ja, Feuermagie war vielleicht doch nicht die beste Wahl, die wir treffen können. Oh, der ist tot. Ich wollte gerade sagen, wo können wir jetzt noch hinfliehen? Ah. Ah. Das ist nicht gut. Gar nicht gut. Oh, gehen wir hier rein. Und hoffen einfach mal, dass... Was zur Hölle? Ah. Jetzt können wir uns aussuchen, wie wir sterben wollen. Wollen wir von einem Tentakeldinger schlagen werden oder von einem Feuerelementar verbrannt? Ah. Ha. Ha. Oder nichts von beiden. Wir machen mal einen schnellen taktischen Rückzug. Einen ganz schnellen taktischen Rückzug. Und wie ihr sehen konntet, der Dietmar wieder. Überlebenskünstler. Ausweichen ist echt total überpowered. Also, nächste Party, vier Diebe. So, blauer Stein war da hinten. Aber ja, das war gerade so eine fixe Idee, aber vier Diebe müsste eigentlich richtig abgehen. Ich meine, es gibt zwei Rüstungssets, die nur für Diebe sind. Da wieder rein. Also ja, zwei Rüstungssets, die nur für Diebe sind. Da hat man zwei in der ersten Reihe. Die haben dann halt Dolche recht hoch. Und eventuell noch Assassination. Und in der... es gibt zwei gute Vierergruppen mit Dieben. Einmal vorne zwei Diebe mit Daggers und einmal hinten zwei Diebe mit Assassination. Die können dann ja auch aus der zweiten Reihe raus angreifen. Oder vorne zwei Diebe mit Dolchen und hinten zwei Fernkampfdiebe. Falls man mal Gegner hat, wo man nicht unbedingt so gerne ran möchte. Wie jetzt aber die Feuerelementare. Oder vier Diebe mit Fernkampfwaffen. Wo wäre da der Haken? Die Munition wahrscheinlich. Obwohl, der eine kann Schuriken nehmen, der andere kann Wurfdolche nehmen, der andere nimmt einen Bogen und der andere eine Armbrust. Also so gesehen wäre das auch möglich. Aber ja, ich denke, wenn man auch normal spielt, dann könnte man auch die schlechteste Gruppe überhaupt nehmen und das Spiel schaffen. Und selbst auf Hard. Ich meine, es ist zwar jetzt schon schwierig und wir müssen recht häufig nur... Na, weicht er aus? Also ja, es ist zwar schwierig, man muss ab und an neu laden und zu blauen Stein laufen und was weiß ich, aber es ist machbar. Und das, obwohl ich mich verskillt habe und obwohl wir wahrscheinlich nicht die perfekte Party haben. Aber ja, das kann man ja später alles nochmal ändern. Habe ich schon erwähnt, dass ich mich richtig auf diesen Dungeon-Bastler freue. Ich weiß nicht, wie es genau heißen soll. Entweder war es ein Toolkit, so wie bei Morrowind und Oblivion und ich glaube Skyrim inzwischen auch. Also so in der Richtung. Oder es ist echt nur für die Dungeons. Das wäre ein bisschen schade. Aber dann müsste man halt den Rest programmieren. Da ausweichen. Und es gibt ja jetzt schon die ersten Leute, die daran rumbasteln. Also ganz ohne Tool. Der erste Dungeon wurde schon programmiert. Auch wenn er... recht komisch aussah. Aber na gut.
So, hier geht's weiter. Da geht's wohl auch weiter. Aber ich hätte eigentlich ganz gerne ein bisschen mehr Mana. Oh, und hier sind Fallgruben, wo wir noch nicht runtergesprungen sind. Zwangsweise. Also, gucken wir mal. Ha. Ich höre hier so eine komische Art von Scheppern. Das Geräusch kenne ich noch gar nicht von Monstern. Also, glaube ich zumindest. Ha. Na gut. Da war schon mal nichts. Ein Schädel. Sehr schön. Oh, und der Minotaur hat Hunger. Noch irgendwer? Ja, du kannst was vertragen. So. Aha. Was haben wir hier? Okay. Also, der in der Mitte macht auf jeden Fall schon mal das Teleporterfeld. Das heißt, wir stellen uns in die Mitte. Der macht auch das Teleporterfeld. Müssen wir wohl einfach nur eine Weile tanzen. Also, Mitte, Mitte, links. Wow. Kennt ihr diese Tanzspiele, wo man in der richtigen Reihenfolge Knöpfe drücken muss, um Punkte zu bekommen? Das spielen wir jetzt, ob wir wollen oder nicht. Also bis jetzt geht, na jetzt kommt gleich der Knackpunkt. Der. Ja, ich bin John Travolta. Okay, das ist wohl nicht mehr so aktuell. Ups. Boah, ach du gute Güte. Die Tür geht nicht mehr auf? Wollt ihr mich verarschen? Ah, also, und es kommen keine Gegnerhorden raus. Das hätte ich nach dieser Tanzorgie auch nicht gebrauchen können. So, ein Secret mit Chitin-Schuhen. Sehr schön, volles Set. Gibt das jetzt irgendwas? Zumal das ja hier Schutz macht und er eigentlich ausweichen bräuchte. Ich sehe nirgendwo einen Set-Bonus. Schade. So, was haben wir hier? Feuerpfeile verzaubern. Boah, 4 Runen. Okay. Also hiermit können wir wohl normale Pfeile zu Feuerpfeilen machen, aber in der jetzigen Gruppenkombination sinnlos. Sind wir da schon runtergesprungen? Eben gerade, ne? Ja. Aber das ist doch mal schick. Also definitiv, Fernkämpfer würden sich schon lohnen. Es gibt ja wahrscheinlich auch nochmal so einen Zauber für Bolzen. Und für die Wurfsachen, das weiß ich nicht. So, was haben wir hier? Hier waren wir schon einmal drin. Wo sind eigentlich die Gegner geblieben? Haben wir die schon umgebracht? Hier. Ah! Genau du! Ah, wie konnte ich dich vergessen? So, wir gehen jetzt mal hier rum. Und einen Feuerball kriegst du auch noch ab. Oh, okay, ich soll das auch nur zaubern, wenn er da ist. Und die anderen beiden müssen auch nochmal Schaden machen. So, zack, zack und schon tot. Hm, was haben wir hier? Ein Morgenstern. Angriffskraft 25. Boah, das ist doch mal schick. Sogar noch stärker als unsere Kampfaxt. Aber leider haben wir keinen Skill in Keulen gesetzt. Also sind die sinnlos. Die Lurker-Schuhe. Hm. Behalten wir auch erstmal. Auch wenn diese Set-Boni wohl nicht wirklich vorhanden sind. Oder ich sehe die irgendwie nicht. So, das führt jetzt wieder hier hin. Okay. Da gucke ich mir die Wände doch mal genauer an. Weil so rein von der Architektur her würde es wenig Sinn machen, einen Gang zu erschaffen, der einfach nur einmal im Kreis führt.
Jedenfalls fällt mir so ad hoc dazu nichts ein. Na gut. Dann... Wo geht's weiter? Da ging's runter, aber nur in das Gebiet da. Obwohl, nee, da ging es runter in das Gebiet. Wo geht's da runter? Das gucken wir nochmal kurz an. Habe ich das übersehen, oder? Tap, tap, tap. Nö. Das ist ja komisch. Fackel kommt mit und ich höre ein Feuerelementar. Das weg, das hin und Blitzschlag. Ja, ich weiß, da lag noch was, aber ich würde gerne meinen Rücken frei haben. Das war das komische Geräusch, was ich gehört habe. Aber gut, das Feuerelementar scheint nicht eine akute Bedrohung zu sein. Also gucken wir, was hier so rumliegt. Zwei Nesseln, die war für Gegengifte. War da ein Schalter? Da war ein Schalter. Ach nö. Komm her, doofe Spinne. Wenigstens sterben sie inzwischen schneller. So, was haben wir hier? Schockschild. Schockschild haben wir auch schon gelernt, ne? Ja, kann gleich liegen bleiben. Heinz Schritt. Mit Kräutern und Kräutern und keinen Schaltern. Dafür ein Stück Blaubeertorte. Soll das eine Anspielung auf Portal sein? Der Kuchen ist eine Lüge? Na gut, den verstauen wir mal hier unten. Ein Blaubeerkuchen. Na, wäre auch komisch, wenn so ein Spiel keine Easter Eggs hätte. So, hier war gerade dieses komische Schockdingens. Was steht da? Die Kammer des Dismantlers. Dismanteln ist also etwas auseinandernehmen. Also die Kammer des Auseinandernehmers. Ja, Übersetzungen sind immer so eine Sache. Und hier haben wir noch einen blauen Stein. Den klicken wir doch gleich mal. Zack. Keine Schalter sonst. Nö. Nur eine Notiz. Wahrscheinlich von unserem guten Torum. Oh, was haben wir hier? Ah, okay. Das ist eine Notiz von einem Gebiet, wo wir gerade eben waren. Ein Stockwerk höher. Nämlich da, wo ich gesagt habe, es macht architektonisch keinen Sinn, einfach so einen Gang zu machen. Und da in der Nähe scheint wohl ein Schalter zu sein für irgendwas. Also da. Also wir gehen jetzt hier lang und es wird langsam viel zu dunkel. So, Doppellicht. Ist doppelt so gut wie Einfachlicht oder so ähnlich. Also hier. Oder? Wer hat die Karte bekommen? Ne, hier. Tada! Tada! Und was für ein Tada das war. Ich höre gerade Stein auf Stein. Oder ich hörte gerade Stein auf Stein. Heißt, es kann sein, dass die Wand auch gleich wieder zugeht. Ich drück nochmal und laufe dann ganz schnell den Gang hier lang. Oh oh. Okay, da kommen wir wieder zurück. Gut, gut. Und da hier so viele Statuen suggeriert das, da hier so viele Statuen sind, suggeriert es, dass da unten irgendeine Herausforderung ist. Oder irgendein Huldigungsort. Gucken wir mal. Waren wir hier nicht gerade eben? Ja, aber auf der anderen Seite. Oh. Da ist eine Spinne.
kriege keinen Schaden davon. Das ist ja komisch. Na gut, gucken wir uns hier mal zu Ende um. Denn es war ja schließlich ein Secret, also sollte hier auch irgendwas brauchbares sein. Für Stein auf Stein. Oh. Hey, hat einen Schlag über... Oh, oh. Ich sagen, hey, hat einen Schlag überlebt und dann kann sowas. Große Treppe nach oben. Hier nicht. Ah, da. Ach ja, ich liebe solche Secrets. Kommen wir so schnell wieder zurück zum blauen Stein? Nee. Na gut, versuchen wir es unten nochmal, weil da war definitiv ein blauer Stein. So. Du kannst den Zauber gar nicht, du kannst nur den hier. Aber vorher speichern wir nochmal ab. LP. 58 war das. So, bis gleich.